Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 50 Fragen. Heute mit Peter, Chris, Sepp und Jay. Hallo. Hallo. Das ist ja richtig geregelt heute. Heute Hallo. Moderiert der Sven als erstes. Hallo. Und wir hoffen, er ist fair und wird unser neuer Lieblingsmoderator. Ja. Sven war schon immer mein Lieblingsmoderator. Ja, trauriger jetzt kommt Tag so für Pete's Meat. Das habe ich schon mal gehört von Jay, aber nicht über mich, sondern über Andy. Also ich weiß Bescheid, ihr braucht es gar nicht versuchen. Man weiß schon, was Jay sonst immer sagt, wenn du nicht dabei bist. Bis er merkt, es funktioniert nicht, und dann ist er ungerecht behandelt. Ja, stimmt. Also heute wird gut, es geht um Allgemeinwissen. Die Fragen sind gut machbar, also finde ich zumindest. Ja, du hast die auch vorbereitet. Nee, die hat Sven, der Lars vorbereitet. Sven ist viel krasser als Dankeschön. Wir alle zusammen, denn wir sind mal im Urlaub, ne? Aber Sven hat wirklich alle Quizshows mal durch in den Fingern gehabt und kennt jede Antwort. Ich habe nie Urlaub. Ja, krass. Hallo Peter. Gut, also Freunde, seid ihr ready? Dann würde ich anfangen. Yeah. Let's go. So, hier, Frage 1. Frage 1. Wie viele Sterne hat die amerikanische Flagge? Ach, scheiße. 51. Was? Waren es mehr? Ach, scheiße, war das falsch? Soll ich einfach X drücken oder soll ich runterzählen? Nee, du musst X drücken, du nicht immer runterzählen. Oh. Ah. 50. Ah, scheiße, war es 50? Das ist richtig. Boah, Alter, das wusste ich auch nicht mehr. Da gab's doch diesen großen Skandal im Oppenheimer-Film, dass die falsche Flagge gezeigt wurde, die falsche Menge an Sternen auf dieser Flagge ist. Wie konnten sie nur? Also die haben es schon öfter im Mittleren Osten versucht, 51 Sterne hinzuzufügen, hat aber nicht funktioniert. Ich dachte, die hätten 51 Staaten, scheiße. Ja, war nah dran, ne? Aber ist Puerto Rico das, wo immer debattiert wird? Nee, das war auch falsch. Ja, Puerto Rico gehört zumindest dazu, ja. Tibet war das. Ich gehe schnell zu Frage 2 weiter. Ja, mach mal. Frage 2. Welche beiden Monate sind nach römischen Kaisern benannt? Was? Sepp. Juni und Juli. Hm. Schade. Nochmal Sepp. Juli und August. Das ist korrekt. Ja. Oh, das macht nice. Voll Sinn. Ach, Juli, Alter, Julius. Ich hab echt nicht gedacht, wer Juli an Juli. Augustus? Holy shit. Wer ist denn Juli Augustus? Okay, Frage 3. Wer komponierte die Zauberflöte? Ach du Kacke. Ach, das hatten wir doch auch schon drin. Ja. Der Heiden. Das ist nicht korrekt. Scheiße. Naja. Was ist denn Christian? Heiden? Mozart. Das ist korrekt. Ach, Sehr gut. Aua. So viele gibt's da ja nicht, die man nehmen kann. Manchmal muss man ein bisschen überlegen. Ach, der macht nur Schokolade. Ja. Der kugelt nur. Frage 4. In welchem Jahr ist Prinzessin Diana gestorben? Christian. 1997. Das ist leider korrekt. Ich glaube, das war im Sommer, aber ich könnte mich auch irren. Nee, war tiefster Winter, Christian. Schnee. Die Diskussion habe ich schon mal irgendwo gehört. Nee. Frage 5. Welches südamerikanische Land ist nach Venedig benannt? Christian. Venezuela. Das ist absolut korrekt. Leute, ernsthaft? Das wusste ich noch gar nicht. Sehr gut. Nice. Ja. Ach, krass. Das läuft bei dir, ne? Marsch. Ja. Venezuela, lol. Ja, der Anfang ist immer gut, aber ich im Late Game, da schwächele ich immer. Na dann, Frage 6. Wie heißt der Hund der Simpsons? Christian. Recht, Ruprecht. Holy shit. Korrekt. Du bist aber schneller, glaube ich, auch interessant wissen. Noch früh. Hast du noch einen Termin oder ist so einseitig gerade? Frage 7. Welches Land ist der größte Produzent von Olivenöl? Oh, das hatten wir auch schon. Italien. Mal. Das ist falsch. Das hatten wir auch schon. Griechenland? Das ist eigentlich obvious, ist aber. Auch falsch. Scheiße. Genau die Frage hatten wir. Das ist natürlich, weil es schon im Namen Bolivien. Das ist falsch. Aber der Job war wert. Olivien. Wetten, es ist China oder so? Keiner weiß, dass eigentlich das ganze Olivenöl aus China kommt. Christian. Spanien. Das ist korrekt. Spanien! Das kann Bombe. Nicht sein. Christian ist richtig gut. Was ist denn hier los? Der möchte einfach nur, dass Sven schnell wieder weg ist. Die haben ungefähr 8,3 Millionen Tonnen Oliven geerntet. Holy shit. Das ist ein bisschen, ja. War mal Oliven geerntet oder Olivenöl gemacht? Ja, das gemacht auch. Das ist schon ein Unterschied. Ja, vielleicht snacken die alle nur Oliven. Nein, Griechenland ist trotzdem nicht richtig, was du da hattest. Ach komm, ey. Frage 8.
Wofür steht das W im Namen George W. Bush? Christian. Wilhelm. Ja, wäre schön. Peter? William. Ach, ja, auch schön. Nee. Wie ist denn für W George? Halt. Und das geht auch, das W steht für W. Finde ich auch gut. Das ist natürlich die Frage. Oh, vielleicht Washington. Wäre William und Willem nah genug beieinander? Okay. Das wäre nah genug. Ja, komm, dann habe ich ja richtig abgeschenkt. Ich bin großzügig heute. Willi, hast du aber. Willi ist was anderes nochmal. Willi wäre auch. Deswegen weiß das auch keiner, weil das so unangenehm ist. George W. George. Oder vielleicht ist das was anderes richtiges Unangenehmes, so wie White oder so. Da heißt einfach Wanker. White. Boah, krass. Wanker. Okay. Ich glaube, das traut sich niemand mehr. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt kein vernünftiger 4, Name mit W mehr ein. Mir auch nicht. 2, 1, dann ist geschlossen. W ist es, Walter. Es gibt einen Texas Ranger, der heißt so. Walker. Walker. Ach, Walker. Ist halt anders als Walter. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, heißt der mit Vornamen Walker, der Texas Ranger? Hätte ich jetzt auch komisch. Ist der nicht mit Nachnamen so? Ist egal, der heißt auf jeden Fall irgendwas mit George Walker. Okay. Ja. Okay. Da würde ich es aber nicht abkürzen. Das ist schon okay. Oh Gott. Frage 9. Welche Farbe hat Kobalt? Fett. Gelb. Nee. Kobalt. Das weiß ich, das ist blau. Das ist jo. Richtig. Woo! Dammit. Dark. 14 Punkte, sehr gut. Ja, Terraria-Wissen. Ah. Nice. Videospiele vermitteln Wissen. Frage 10. Welches Vitamin ist das einzige, das nicht in einem Ei enthalten ist? Vitamin E. Vitamin I. Ich könnte mir vorstellen, dass es C ist, wegen Zitruspflanzen und so weiter. Das ja, eher. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig ist. Schade. Okay. Let's go. Du musst den, ja, genau. Ja, ich hatte im Kopf, dass Vitamin E nur über die Sonne mit der Haut und so produziert wird. Das ist Vitamin D. Ah, fuck. Aber dann wäre das ja nicht im Ei drin, oder? Vielleicht ist das ja im Ei drin. Aber Vitamin D muss auch im Ei drin sein. Ja, genau. Es ist alles im Ei außer C. Aber wie geht das, wenn Sonne und Ei? Das ist und Spermien. Naja, die Ente oder das Huhn, wie du möchtest, nimmt halt wie bei so einer Pflanze die Sonne auf und gibt die ins Ei weiter. Mehr Ente smart, kackt zuletzt. Danke, Frank Buschmann. Frage 11. Von welchem Vogel stammen die Federn, mit denen die Menschen schreiben? Boah, was? Christian. Eulen. Ich weiß es. Nö. Gänse. Yep. Oh, nice. Sehr weil die gut. Hohl sind. Die Gänse sind hohl? Nein, die Federn. Der schmecken eigentlich ganz gut. Ich wusste nicht, dass die hohl sind. Das Gänse-Shaming, das finde ich nicht gut. Aber gute Erklärung, Sepp. Stopp-Ente, Jay. Stopp-Ente. Ja, das ist ja deine Ente. Frage 12. Welches ist das leichteste Metall? Christian. Schwierig. Aluminium. Nö. Auch auf Anhieb gesagt. Jay. Lithium. Boah. Stark. Stark. Sehr gut. Mal kurz nochmal überlegen, ob Natrium oder Lithium die 3 oder 4 war. Scheiße. Lithium ist absolut korrekt. Frage 13. In welcher europäischen Stadt befindet sich das Haus von Anne Frank? Oh, Amsterdam. Frank. Mann! Gut. Ah, bin warm. Jetzt zieht mir Jay davon, ey. Da kommen ja noch ein paar Fragen. Zum Beispiel Frage 14. Wer spielte die Rolle des Peter Pan in der Peter Pan-Verfilmung? Pete. Robin Williams. Das ist korrekt. Yes. Oh mein die neue Gott, Alter. Verfilmung. Ich wollte gerade Jude Law sagen, aber der ist der Hook. Scheiße. Nee, Jude Law ist nicht Hook. Nee. Doch, Jude Law ist Hook in der neuen Verfilmung. Nein, in der neuen Verfilmung ist es Jude Law. Entschuldigung, kenne ich nicht, die neue. Ja, die neue. Die war auch nicht so gut. Wer guckt denn die neue? Das ist ja, komisch. Da hätte man jetzt das ja, stimmt, das ist ja wirklich komisch. Sehr gut, gehen wir weiter. Frage 15. Welches Organ im menschlichen Körper verbraucht die meiste Energie? Chris. Die Leber. Nö. Zumindest bei mir. Peter. Das Herz. Nö. Alter. Jonathan. Hirn? Yes. Ah, hier. Ja, smart. Also bei manchen. Bei 15 Hallo? Punkte, bei Peter, nicht so. Lieber.
Hier steht, es verbraucht täglich rund 500 Kilokalorien, das sind 20% der Gesamtenergie des Körpers. Er hat jetzt eher so an AfD gedacht, Peter, aber ist okay. Wow, jetzt hast du mich damit gleichgestellt, das finde ich gut. Das hast du, du hast dich damit gleichgestellt. Du musst zumindest festhalten, niemand hat Penis gesagt. Penis. Das ist ja auch schön. Frage 16. In welchem Jahr fand die Katastrophe von Tschernobyl statt? Boah, ja. Weiter. Die Serie war echt gut. Schätzfrage, ne? Man kann sagen, gibt es eine gute Serie zu, die man sich angucken kann? 1976. Nee. Schätzfrage? War ich denn? Nee, da war ich noch nicht da, ne? Ach komm, wir können uns erlauben. Chris. 82. Nee, aber wir kommen näher. 79. Nee. 80. Nee. 81. Nee. 83. Oh, fuck you. Nee. 84. Weißt du, nee. Da, wir warten alle. Lass eine Schätzfrage drauf. Ich tipp mal eher auf so 86. Ja. Alter, da war ich doch schon da. Näher. Scheiße. Fuck, fuck. Irgendwas mit 6 wusste ich doch. Ja, ist richtig. 86. Frage 17. Warte. Muss wieder einmal freigeben. Da bist du noch nicht freigegeben. Jetzt. Von welchem Planeten stammt Spock aus Star Trek? Chris? Alter, wie schnell. Melmac. Ist das nicht Alf? Ja. Weißt du, keine Ahnung. Vulkan. Vulkan. Ach ja, stimmt. Vulkan? Der Star Trek-Experte hier. Naja, ich habe zwei Fragen richtig beantwortet. Robbie Williams und Vulkan. Sehr gut. Hauptstadt Ende. Robbie ist der Sänger. Sehr gut. Warte mal. Robin Williams. Robin ist richtig. Ja, Robin. True. Robbie Williams ist aber auch witzig. Naja. Frage 18. Wie viele Tasten hat ein Klavier? Das schon so häufig. Pass auf! 96. Ja, es ist nicht ganz korrekt. Nee. Schade. Ich mach einmal den Random Guess. So viele? Ich hab keine Ahnung. Was immer. Wenn immer drei 12? Schwarze, dann. Ich weiß immer. Nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ich lass Chris noch ein bisschen rechnen. Vergiss es. Okay, 5, 4, 3. Die Raterunde hatte ich gerade schon. Ist zu, es sind 88. Da war ich ja super nah dran. Ja, aber viel weniger. Ist gar nicht schlecht. Es sind 36 schwarze und 52 weiße. Wow. Macht mit der Info, was ihr wollt. Nix. Ja, wieder schon wieder vergessen. Ja. Also über Julius Klavier sind weniger. Baue ich ins nächste Quiz dann nochmal ein. Frage 19. Was ist das flächenmäßig kleinste deutsche Bundesland? Christian. Bremen. Yes. Nee. Ich wollte kurz Saarland sagen, aber. Bremen ist korrekt. Frage 20. Schätzfrage. Oh. Ui, wow. Ui. Punkte für Peter. Unsere erste Schätzfrage. Ihr tippt bitte ein. Wie viele Elemente gibt es im Periodensystem? Boah, nee, das ist doch so eine Scheiße, das weiß ich nicht. Das ändert sich auch. Soll ich mal gucken, ob ich die gleiche Zahl schätze wie beim letzten Mal? Ja. Das hatten wir schon ein paar Mal, ne? Ja, die Frage. Das ein paar Mal. Das hängt hier auch an meiner Wand direkt neben den Planeten. Ja, genau. Und neben der Weltkarte. Problem ist, dass die Ordnungszahl, glaube ich, nicht. Also, nicht alle Zahlen sind vertreten. Ja, ja, sollen wir uns nicht darauf. Also, Sven, ich kann ja sagen. Er weiß es nicht. Das ist richtig. Geil, dass du das jetzt hast. Das ist jetzt 10 richtig. Von 10. Er weiß es nicht. Sehr gut. Okay, ich tippe auf das hier. Gut, ihr habt alle eingegeben. Dann fangen wir mal an. Sepp ist der niedrigste mit 52. Dann kommt Peter mit 127. Christian mit 130. Oh mein Gott. Jay mit 209. Keine Ahnung. Also 52 ist ein bisschen wenig und 209 ist ein bisschen viel. Oder das könnte gut sein. Ja, also es sind 208. Nee, es sind exakt 118 und damit hat Peter... Nice. Punkte für Peter. Peter, seitdem fucking Andi das gejinxt hat, ist der nur nach... Moment, warum hat Chris Punkte bekommen? Entschuldigung. Hallo, oh, danke schön, Jonathan. So. Ey, wieso kriegt der 5 abgezogen? Ja, weil wir 5 Punkte kriegen für die richtige Antwort. Achso. Verwirrt mich nicht. Ja, alles an Richtigkeit hier. Frech. Hoffe ich. Ja, so. Sehr gut, Peter. Da muss ich ja direkt hier mal gucken. Direkte Konkurrenz hier direkt diskreditieren.
Ich habe hier sehr viele neue Knöpfe, die ich nicht kenne. Nicht mehr letzter gerade. Woo! Fuck you, ey. Sehr gut. Dann gehen wir weiter zu Frage 21. Euer Lieblingsthema. Welcher Planet ist der in der Milchstraße ist der heißeste? Oh, nee. Der gesamten Milch... Oh, wow. Ich sag der Merkur. Ich sag, das ist falsch. Das hatten wir, glaube ich. Das ist die Venus. Das ist warum auch immer. Venus. Scheiße. Aber das, jeder sagt immer Merkur. Ja, genau. Ich war so stolz, dass ich das noch dran. Ja. Achso, weil die am nächsten, ja. Trotz der sehr langsamen Rotation der Venus sind die Temperaturunterschiede sowohl zwischen der Tag- und der Nachtseite als auch zwischen der Äquatorregion und den Polgebieten sehr gering. Ein Minimum von etwa 440 Grad wird in Bodennähe nie unterschritten. Was? Das war schon heiß. Das ist immer Medium. Ja, Minimum. Holy 440 fuck. Grad. Kann man machen. Also das kann man sich voll gut merken, weil Venus, Frau, heiß. Ja. Mhm. Frage 22. Welcher Film hat am 1. Januar 2022 die höchste Bewertung auf IMDb? Scheiße. Christian. Ever? Also, oder nur von dem Jahr, weil ansonsten ist es Shawshank Redemption. Ja. Was? Das ist zumindest nicht richtig. Okay, das war aber bei IMDb echt ganz oben. Wieder nie gehört. Shawshank Redemption. Ja, die Verurteilten. Die Verurteilten auf Deutsch, ja. Dann war das natürlich richtig. Lol, echt? Dann nehme ich allen wieder einen zurück. Und packe Christian natürlich 5 drauf. Ach, kann er wissen, dass Christian den Fachbegriff weiß. Ich dachte erst, er meint vom Jahr 22. Also, oder ever. Ich dachte, der ist schon seit immer da oben, oder? Der ist ja nicht 2022 rausgekommen, weißt du? Ja, ja, klar. Nee. Aber der scheint gut zu sein und ich habe ihn noch nie gesehen. Nun, schade. Frage 23. Wie viele Knochen hat ein Ohr? Jonathan. 3. Korrekt. Nice. Kannst du so auch sagen? Wenn das nicht noch eine Frage später ist, weißt du das? Das ist keine Frage später. Ammer, Amboss und Steigbügel. Das ist korrekt. Stark. Sonst hätte ich es auch vorgelesen, deswegen alles gut. Ich habe das mal studiert. Also eigentlich soll ich das, zumindest sollte ich das wissen. Manche Sachen sollte man wissen. Ist auch schon ein paar Jahre jetzt her. Ja, das merkt man leider. Frage 24. Wie viele Punkte hat ein Würfel insgesamt? 20! Ich muss ja schnell antworten. Nope. 24. Nope. Reinrat! Ist das schlecht? Na, wer zählt am schnellsten? 19. Ah, ich 21. Doof? Mann! Ja, Jonathan. Ich bin doof. Einfach 3x7. Scheinbar hat JD 2 vergessen. Okay, aber auf 3x7 bin ich auch nicht gekommen. Ich habe einfach 1 plus 2 plus 3 plus 4 ja, plus 5 ja plus 7. Du hast ja immer 6 und 1. Hast du ja immer. Ich hab irgendwann habe ich gegenüber. Lol. Das ist immer 7 6 und 1, 5 und 2, 4 und 3. Ja. 21. Korrekt. Frage 25. In welchem Land ist Elon Musk geboren? Christian. Alter. Südafrika. Das ist richtig. Das hätte ich auch gesagt. Weißt du, also, wenn das geraten war, dann. Ja, ohne Scheiße, dann hätte er doch richtig. Ich war mir überlegen, ob der in den USA geboren wurde und dann irgendwie nach Südafrika gezogen ist oder ob das umgekehrt war. Ah. Scheinbar war es richtig. Nach 25 Fragen haben wir einen Punktestand von Jay 64, Christian 63, Pete 40 und Sepp 32. Du bist ganz schön zackig, Sven, möchte ich an dieser Stelle mal ganz kurz sagen. Ja, es sind ja auch gemütliche Fragen, finde ich. Ja, stimmt. Ja. Also da wissen wir viel von. Habe ich noch nie gehört. Also. Ich kann auch sehr langsam vorlesen. Also. Ja, nee, Quatsch, um Gottes Willen. Nächste Frage. Na! Du kannst so wie Jules ein bisschen ausschmücken, finde ich gut. Da ist ein französischer Fachbegriff. Okay. Was ist ein... Oh, das wird zum Kochen. Beaujolais. Alter, Beaujolais. Scheiße, das kenne ich nicht. Kannst du uns das hier in TS? Beaujolais habe ich zwischen den Beinen. Oh Gott, ich hoffe, ich bereue die Aussage nicht. Raupe. Ich schreibe im TS. Ja. Aha. Ja. Boah, das ist, glaube ich, wirklich irgendein. Oh, ne, ich habe keine Ahnung. Christian. Das ist ein Theater. Nee. Das muss Peter aber wissen. Was war die Frage nochmal? Was das ist. Was ist ein. Beaujolais. Ja, ich dachte so von hier, das hat was mit Joy Olé, oder so zu tun. Also ja. Spaß. Boah, Beaujolais. Was ist denn B-E-A-U? Bojo. Du kannst dann mal zu einem Franzosen hingehen und zu dem sagen und dann guckst du, wie er reagiert. Entweder Beaujolais. Gibt einen rein oder gibt dir ein Brötchen. Kann mir nicht vorstellen, dass er dir einen reinhaut. Ich habe das Gefühl, das führt zu nichts. Also Böf ist Fleisch, aber das kommt ja auch nicht vor. Etwas zu essen reicht dir nicht, ne? Das ist korrekt.
3. Ein Gegenstand. 2, 1. Geschlossen. Es wäre eine Rotweinsorte gewesen. Ich habe eine Rotweinsorte zwischen beiden. Ja, nee, passt nicht. Am Anfang. Biersorten, Sven, Biersorten. Nee. Wein sind wir raus. Mag ich fürs nächste Mal. Dann Wein rein. Ist viel leckerer, aber. Aber Rotwein ist wirklich leckerer. Also, nee, mal vorbei. Ja. Rotwein zackt. Vielleicht wirst du ja die nächste dafür. Frage 27. Rotwein ist super. Was bedeutet die Abkürzung FIFA? Ach, cool. Jonathan. Schmutz. Das war's dir wert, ne? Ja. Love it. Also ich weiß nicht mehr, ob das erste Federal war, aber Federal International Football Association. Finde ich gut. Das finde ich auch gut. Nochmal? Federal International Football Association. Ich hab Federal gesagt. Ich bin, ist okay. International Federation of Association Football. Ja, okay, aber dann stehen halt bei Buchstaben ja wirklich dafür, nur in einer anderen Reihenfolge. Müsste das ja heißen. Was ist das denn? IFA. Ja, das klang wahrscheinlich nicht so cool, hab ich einfach gedreht. Ja, ist okay. Warum sagen die eigentlich nicht wie bei der Formel 1 FIFA, sondern FIFA? Richtig, ich wüsste nicht mal, was die FIA heißt. Ja, vielleicht ist das Formula so eine Frage. Formula International Association. Und nur umgedreht alles. Also eigentlich International Association of Formula One oder so. Frage 28. Von welchem Animationsfilm erschien 2019 der vierte Teil? Toy Story. Das stimmt. Das war flott. Holy shit. Das ist absolut korrekt. Good job. Muss ich noch gucken, soll aber nicht so gut gewesen sein. Ah, der war gar nicht so scheiße. Der sehr gut gewesen sein. Ja, fand den echt nicht schlecht. Das ja den. Ist der auf Disney Plus? Yeah. Ja. Nee! Nee, blöde Frage, weil habe ich da noch nicht gesehen. Aber ich guck mal. Jetzt kommt, glaube ich, bald sogar schon Dingens raus hier. Guardians ist jetzt schon diese Woche. Am 2. August. Also der ist sehr sehenswert, Guardians. Wenn man den nicht gesehen hat. Habe ich noch nicht gesehen, ich will nichts hören. Der ist sehr sehenswert. Ja, der war ganz so. Top 5. Nee. Der Marvel-Film ist safe. Nee, ich dachte von den Guardians-Filmen. Safe. Nee. Da war er Top 1. Oh. Für mich. Bin ich immer sehr gespannt. Jetzt seid ihr überhyped und seid alle richtig traurig. Ja. War mega. Wir haben eh keine Zeit dafür. Jetzt kommt bald Baldur's Gate. Dann ist alles vorbei. Kannst ja währenddessen gucken. Oh Gott. Musst du nicht so aufpassen. Ja, aber du musst ja zwischendurch auch lesen. Ja, ich weiß. Also Baldur's Gate war immer das meiste lesen. Das ist alles vertont, glaube ich, diesmal. Ja, tschüss. Das war damals immer der große Kritikpunkt bei Baldur's Gate 2, dass viele Spiele alles vertont hatten, aber bei Baldur's Gate ging das halt logischerweise nicht, weil das so viel Text war. Gespräche sind vertont, nur Bücher und so nicht. Freue ich mich sehr drauf. Urlaub ja, schon Bücher. Danke, Peter. Aber leider nicht genehmigt. Ich habe es unterschrieben bekommen. Kann man auf Social Media sehen, ja. Frage 29. Öffentlich geteilt ist direkt wieder. Natürlich, wenn man das nicht zurücknehmen kann. Schätzfrage. Oh, Punkte für Peter. Ihr dürft tippen. Wie viele Mitglieder umfasst die Donkey Kong-Familie? Ach, oh mein Scheiße. Gott. Das sind die Charaktere, Affen, ne? Die bei Wikipedia unter Kong gelistet sind. Okay. Das sind Affen. Auch die Wrestlerin Awesome Kong dazu? Ah, ich glaube nicht. Hm. Ey, das ist so krass, oder? Haben die gebumst wie die Affen? Oh, gibt's bei Nintendo überhaupt offiziell Sex? Nee, aber Vermehrung, Peter. Ja, gibt's. Also ja. Aber es gibt ja Kinder, die kommen ja auch irgendwo her. Die Affen, die legen Eier. Ich hab gesehen, auf der Switch kommt jetzt dieses Sven das Schaf-Spiel raus. Echt? Sven Bomwoll? Sven Bomwoll? Was? Auf der Switch, Alter. Ja, jetzt ruckelt halt endlich nicht mehr da drauf, auf der Nintendo-Konsole. Ist das nicht, warte mal, das kannst du dann auf der Switch für, weiß ich nicht, ein paar Euro kaufen. War das nicht früher so Freeware? Hast du dann nicht einfach einen Browser gespielt? Ja, ich glaube, mit Moorhuhn hat man das. Das war auf der Computerbild Spiele einfach drauf. Wobei, die war nicht kostenlos. Ich wollte gerade sagen, also das. Ihr habt alle eingegeben und ihr habt alle schon bestätigt. Also, was haben wir denn? Wir haben den Jonathan mit 6. Mehr kenne ich nicht. Dann haben wir Chris mit 9. Ich war auch ungefähr bei 5, 6 und hab mir dann einfach noch ein paar dazu gedichtet, weil ich mir dachte, da hast du bestimmt ein paar vergessen. Das kann durchaus sein. 12. Die haben so gebumst wie die Kanickel. Und Peter hat 16. Ich kenne natürlich viel weniger, aber ich dachte mir, das ist doch immer so übertrieben. In so Wikis taucht dann irgendeiner auf, der mal in irgendeinem Teil einmal eine Sekunde zu sehen war. Ja, aber das ist ja nicht Kanon. Lol, dann ist nachher alle Affen, die in allen Spielen zu sehen waren. Also ihr habt alle gar nicht mal so schlecht geschätzt und einer hat exakt getroffen. Oh, scheiße.
Und zwar Sepp mit 12. Ja, ich kenne mich aus bei den Affen. 1, 2, 3, 4, 5. Wichtige Punkte. Ja, habe ich sind mir 6 entfallen. Damit. Ja, nah dran. Good job, Sepp. Ja, Peter den Titel abgerungen. Damit ist jetzt Peter leider wieder Letzter. Yes. Schade. Frage 30. Wie hieß das Schiff, welches die Pilgerväter nach Nordamerika... Christian? Die Mayflower. Boah. Stark. Holy fuck, Alter. Krass. Ich glaube, das war die einzige Frage, wo ich unsicher war, ob ihr das wisst. Und das... Okay. Aber wir haben ja Christian dabei. Überrascht uns heute. Not bad. Hallo. Frage 31. Wer weiß es? Wer erfand das Dynamit? Oh, fuck. Herr das Dynamit. Oh, das war ein Oppenheimer, das hat gesagt. Das war tatsächlich Herr Oppenheimer. Auch diese Frage hatten wir bereits. Oh, scheiße, das ist 4 Tage her. Okay, Uncle Howdy, der hat sie aber leider in die Luft gesprengt. Ja, es war Ronnie O. Dynamite. Scheiße, was haben die denn gesagt? Das aber war? Ist der nicht tatsächlich auch irgendwie daran, also ich könnte mir gut vorstellen, der ist wahrscheinlich auch daran gestorben. Herr Nitroglycerin. Hab ich auch gerade gedacht. Ja. Also den Namen hat man schon mal gehört, das ist richtig. Ja. Als ob man den schon mal gehört hat. Ja. Ja, Dagobert alleine Duck. Schon, weil wir die Frage schon mal hatten, Jay. Bei Oppenheimer im Film habe ich nämlich gedacht, boah, krass, der hat Dynamit erfunden, hatte ich jetzt gar nicht. Okay, war das dann Albert Einstein? Nope. Nee, das gibt es doch schon tausende Junge, Jahre das hatten die schon im Wilden Westen. Good point. Alter, Jesus hätte es sagen können. Jesus hat Dynamit erfunden. Ja, schließ, ey, keine Ahnung. 3, 2, 1, geschlossen. Der Name ist tatsächlich in Oppenheimer kurz in einem Nebensatz gefallen, das ist richtig. Das war Alfred Nobel. Ach ja. Oh. Nobel. Ja. Genau, und dann dachte ich mir so, hey, ist das der Nobel, der den Nobelpreis nachher eingeführt hat? Eine gute Frage, weiß ich nicht. Also seit Jay das jetzt gesagt hat, hätte ich gerne so einen richtig krassen Baller-Action-Film mit Jesus in der Hauptrolle. Der immer Dynamit wirft. Ja, oder also überall. Alles. Also. Ja. So Dynamit-Launcher. Da kannst du auch so richtig geile Punlines machen draus. Peter, bei Red Dead Redemption habe ich mich ordentlich mit Dynamit weggezwirbelt. Ja, das ist einfach so dumm, aber manchmal im Affekt. Sprengt seine Gegner weg und sagt Amen. Halleluja, Motherfucker. Sie ist halt gesegnet mit dem Tod! Daher kommt die Halleluja-Granate. Frage 32. Schätzfrage. Ah, Punkte für Peter. Nein, Sepp hat gerade die geholt. Bitte eintippen. Wann verlassen Känguru-Babys den Beutel? Ach, scheiße. Dienstag. In Monaten, bitte. Okay, wenn die nicht bei Peter auf dem Teller landen, werden die 10 Jahre alt. Also, aber die sind, du rechnest schon von Geburt an. Also so von... Die werden geboren, dann bleiben die da drin, ja, okay. Und dann irgendwann gehen die da raus. Und ich will wissen, also die Tragzeit ist nicht mit eingerechnet. Nee. Puh. Also wenn ich mir Julius angucke, wie schnell er groß geworden ist, pff. Ah. Will jump? Okay. Ich war nicht der längste. Ihr habt alle eingegeben. Was haben wir denn so? Wir haben Peter mit 4 Monaten. Dann haben wir Sepp mit 6 Monaten. Jay mit 18 Monaten und Chris mit 25 Monaten. Ah, die brauchen wir ewig. Ich weiß zumindest, dass die als richtig krasse Embryos geboren werden. Oh shit. Die brauchen tatsächlich gar nicht so lange, denn Sepp hat mit 6 Monaten recht, es sind 7. Was? Ja. Die werden als Mikroorganismus geboren, Jay. Ja, die werden wirklich, die sind richtig, richtig klein. Ja, aber so ein Baby wächst halt echt schnell. Fuck, Alter. Ja. Dann gebe ich dir mal kurz 5. Dachte, die würden dann da richtig lange drin chillen. Nee, so eine Scheiße. Nach 4 Monaten haben die schon keinen Bock mehr und kommen da raus. Wie schwer die werden. Ja gut, Beutel ist auch bestimmt krass. Wahrscheinlich. Frage 33. Welcher ehemalige US-Präsident wird mit der Watergate-Affäre in Verbindung? Peter? Richard Nixon. Peter. Das war ist so richtig. Richtig, Waterloo. Nixon. Nixon trat am 9. August 1974 als einziger Präsident in der US-Geschichte von seinem Amt zurück.
Er kam damit einer drohenden Amtsenthebung zuvor. Könnt ihr das euch merken? So wie, ihr könnt mich nicht feuern, ich kündige. Das ist richtig. Smarter Boy. Frage 34. Aber kriegt der dann nicht, hätte der nicht Arbeitslosengeld bekommen, wenn er gekündigt werden wäre? Das ist ja, weiß nicht, vielleicht deshalb genau nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie das bei US-Präsidenten funktioniert. Ja, baue ich ins nächste Quiz ein. Irgendwelche Vorzüge wird er dadurch verloren. Also hätte er wahrscheinlich verloren. Frage 34. Wie heißt der Gott des Meeres in der griechischen... Christian? Poseidon. Poseidon ist korrekt. Oh. Er war rechtsklick. Das war aber ganz krasser Film. Nee, er war einfach, weißt du, manchmal hast du so Muskelzuckungen, dass du einfach dann rechtsklick drückst. Jay, du solltest mehr, wie heißt das hier, was man nimmt gegen Muskelzuckungen? Eier. Eier. Okay. Sperma-Eier. Vitamin Eier. D. Wir brauchen Eier. Calcium? Nee, Calcium ist das nicht. Magnesium. Magnesium, danke Christian, Alter, ich bin eigentlich gar nicht so fit heute. Vielleicht ist Frage 35 was für dich, Sepp. Wie lautet das internationale Kfz-Kennzeichen Schwedens? Nein. Christian. SVE. Nee. Jay. Ich sag SWE. Nee. Das ist sphärige. Einfach nur SW. Nee. Scheiße. Christian. S. Yes. Hallo. Ist ja nicht mehr so viel übrig geblieben, wa? Habt euch ja schön zurückgearbeitet. Ja, es ist korrekt. Frage 36. Aus welchem Land kommt die Band AC/DC? Peter? Das war Norwegen. Das war nicht korrekt. Alter, Norwegen? Hey, das war doch ABBA, Peter. Christian. Ja, stimmt. England. Oh mein Gott. Ist keine Ahnung. Auch nicht korrekt. Nicht? Ich sag mal Amerika. Also USA. Keine Ahnung. Dann, einfach so dann USA. Ein random guess. Okay, echt scheiße. Nee. Deutschland war da. Das war noch Deutsch, oder? Ich hab hier was anderes stehen. Wer kommt denn Angus Young? Hatten wir schon England? Hä? Ja. Ja, hatten wir schon. Okay. Oh, kann Irland man, bestimmt. Kann man smart... Nicht also, England. Ich weiß es nicht. Wie sie alle strugglen, ob sie jetzt Irland sagen sollen, ich liebe es. Drei. Ich bin am überlegen. Zwei. Eins. Geschlossen. Die kommen aus Australien. Ach, die haben überhaupt keinen australischen Akzent. Ja, hast du die schon mal gehört? Ja, das fand ich krass. Klingt denn australischer Akzent? Ja, das hört echt man. Mal, Jay, wie das hörst. Das kann ich nicht. Ich hab den Akzent logischerweise nicht, aber es gibt sehr viele australische Wrestler oder Wrestlerinnen. Ja, stimmt. Und die versteht man dann nie, wenn die reden, oder? Das ist tatsächlich schwieriger. Ja, australische Schauspieler. Aber auch Briten. Als Schauspieler solltest du ja auch mehrere Akzente eigentlich drauf haben, weil ja, aber sonst Sänger kannst ja du ja immer nur so doof Rollen nehmen. Die sagen ganz häufig Immanuel Kant. Zum Beispiel, wenn hier Matthew McConaughey normal spricht, wie der zu Hause gelernt hat, versteht ihn keine Sau. Ah. Da mit seinem texanischen... Ich finde trotzdem, das einfachste Hochenglisch, wenn man es so nennen möchte, finde ich, ist amerikanisches. Aber Ostküste. Wenn die so richtig, richtig British raiden. Du hast gerade einen amerikanischen Akzent bei British raiden gemacht. Sehr gut. Frage 37. In welchem Film spielte Hugh Jackman als rivalisierend? Christian? Oh fuck, als rivalisierend. Wolverine. Nee. Das ist blöd. Rivalisieren ist doch. Oh, Christian? Scheiße, das war Russell Crowe. Nein, Master. 3, 2, 1. Scheiße. In welchem Film spielte Hugh Jackman als rivalisierender Magier den Gegner? Oh, Duell der Magier. Da muss ich mal kurz Onkel Google befragen. Mit Christian Bale und Hugh Jackman. Ja. Ja. Oh! Nee, die hieß... Ja. Wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Das ist die richtige Antwort gewesen. Prestige, Meister der Magie. Ich hätte Prestige gesagt. Mein aber Duell der Magier ist Meister der Prestige, Meister der Magie. Da ich genau wusste, welchen bei einem Zauberer-Ding? Sven ist mein Lieblingsmoderator, Jay. Okay. Er meinte ja den richtigen Film und ich wusste das. Also Jay, also du sollst, glaube ich, auch nicht Erster werden, habe ich das Gefühl. Ah ja. Ja, du hast ja noch ein paar Fragen Zeit, Jay. Ich glaube, ich Peter, soll ich Letzter werden. Können. Ich bin ja bei euch allen so gnädig. Also jetzt mal hier nicht, denken, ich würde hier unfaire Punkte. Okay, dann kann ich ja mit Beschreibungen weiterkommen. Okay.
Nee, Sepp, nee. Jetzt hast du die Büchse Frage geöffnet. 38. Was ist der fliegende Holländer im Original? Sepp? Das ist ein Mann auf einer Kanonenkugel. Nee, das ist doch der, das ist ein Schiff. Münchhausen gewesen, Sepp. Ach, das war Münchhausen. Das ist der Geist, der unten da im Wasser rumdümpelt, weil er da unter... Okay. Das ist eine Sextechnik. Was ist der fliegende Holländer im Original? Nicht in SpongeBob oder sowas. Um die Frage noch komplett vorzulesen. SpongeBob auch noch? Nicht in SpongeBob. Ja, schade. Ich hätte jetzt eher in Flucht der Karibik oder ich dachte, sowas dass gedacht. Das dann halt dann trotzdem auch der fliegende Holländer wäre. Ja, aber... Oh, war das nicht ein quasi ein Flugzeug im Ersten oder Zweiten Weltkrieg? Nee, nee. Also so ein so roter Baron-mäßig? Nee. Hindenburg. Nee, nee. Schade. Der fliegende Holländer. Ich höre die Fragezeichen. Könnte auch Peter, so eine. Was könnte auch so eine kulturellen Hintergrund. Das war ein Extremsportler. Könnte auch so eine Haze-Art sein. Vielleicht war es ja auch ein Schiff, aber irgendwoher kommt der Name, ja. Ja. 5, 4, 3. Flying zwei, Dutchman, ja. 1. Geschlossen. Ursprünglich war es eine Oper. Oh. Okay. In der es um Schiffe ging. Ich weiß nicht, worum es da ging, aber die hieß auf jeden Fall Fliegende Holländer. Kam die nicht sogar mal in irgendeinem Spiel vor? Keine Ahnung. Opa habe ich ja nie gehört. Frage 39. Wer war der zweite Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Jay. Schmidt. Nee. Ich weiß. Hast du das letzte Mal nicht auch gesagt? Oh, ist das Band gerade, das kann echt nicht wahr so sein. Viel Auswahl wann wüsste ja das? Okay, Herr Erhard. Herr Erhard. Erhard ist gut. Gut. Sehr gut. Weg. Gut. Konnte ich den vergessen? Ja, schäm dich, Moment. Peter. Es sieht fallen gar nicht so klar. Die Standardleute ein. Adenauer, Brandt, ja, Schmidt. Richtig, genau diese wäre auch eingefallen. Ach, Ludwig. Ja, mir ist doch Kiesinger eingefallen, aber der kam danach erst. War der nicht Präsident? Zusammen hättet ihr fast alle zusammen. Aber das? Verdammt, oder da gab es mal so eine Frage zu. Ja, okay. Georg. Habt ihr gewusst, sehr gut. Frage 40. In welchem Jahr wurde das erste iPhone vorgestellt? Oh. Christian? 2007. 2007. Stark. Krass, ich hätte viel später gesagt. Sehr gut. Damit haben wir 40 Fragen. 10 kommen noch. Christian führt mit satten 103 Punkten. Gefolgt von Jay mit 81, Sepp mit 63 und Peter auf dem letzten Platz mit 58. Ich brauche noch eine richtig. Frage 41. Okay. Ihr könnt... Also ich brauche 4 Antworten. Mhm. Also, nee, ich brauche nicht. Es gibt 4 Antworten. Ihr könnt drücken, mir eine nennen und dann gebe ich wieder frei. Aber das will mir mehr als einen Punkt nennen. Oder 5 Punkte? 5. What? Okay. Boah, mal raked. Ja, komm, warum nicht? So witzig. Wie heißen die 4 biblischen Evangelisten? Oh, Johannes. Ich weiß alle. Markus. Bitte nicht, komm. Nein! Matthäus. Warte, hab ich gerade Markus falsch gedrückt? Nein! Okay. Du hattest bei dem richtig. Okay, okay, Matthäus richtig, warte. Lukas. Sorry, ja, das waren alle. Das ist beschissen gewesen. Das ist sicher, dass du falsch deshalb gedrückt hast. Deshalb ist das halt immer kacke, deswegen, weil ich nicht mal... Gehört. Ich meine nur 58 und 63 hatten die ja, beiden vorher. Ja, ich hab dir einen, ich hab einen falsch gedrückt. Ja, hab ich auch das Gefühl. Warte. Alle einen weg und dir 5 dazu, ne? Boah, das war anstrengend gerade, ey. Ja. Ach, soll ich den Moderator-Tab zumachen? Ach so, Entschuldigung. Ja, sehr gut. Habt ihr hinbekommen. Gibt auch, die haben auch irgendwelche Zeichen noch, die Personen. Also ja, M, L, L und M. LL Cool J. Matthäus Mensch, Markus Löwe, Lukas Stier und Johannes Adler. Aha. Sind da irgendwie mit verbunden. Egal, war nicht gefragt. Also, next. Frage 42. Schätzfrage. Schön. Punkte für Peter. Da freue ich mich. Wie viele Atemzüge nimmt der menschliche Körper pro Tag durchschnittlich? Ach du Scheiße. In einem 50 Fragen oder? Gehen wir davon 8 Stunden Schlaf aus oder eher so? Du fragst Sachen. Durchschnittlich, kannst du nochmal wiederholen, die Frage bitte? Natürlich. Also will ich ja noch den. Wie viele Atemzüge nimmt der menschliche Körper pro Tag durchschnittlich? Mm-mm.
Ja, ach, komm. Nee. Zwei Leute haben. Okay, so. Christian will noch. Ah, okay. War wichtig. Zwei Leute fehlen noch. Habe ich das richtig im Hirn? Schwierig. Er weiß es nicht. Sehr schön. Ihr habt alle eingegeben, ihr seid alle fertig. Schauen wir uns das mal an. Also, wir haben den Jonathan mit 1000. Das ist die geringste Schätzung. Wir haben Christian mit 2501. Vorher waren 2500. Der eine war wichtig. Dann haben wir Peter mit 21.000. Und wir haben Sepp mit, ich muss die Nullen zählen, das dürften 300.000 sein, glaube ich. Oder 3 Millionen. 3 Millionen. Pro Tag? 3 Millionen ist tatsächlich ein bisschen viel. Außer du hast Schnappatmung. Ich muss mich irgendwo verzählt haben. Es kann nur peinlich werden. Warte also mal. Sepp, du bist ein bisschen zu weit weg. Jay, das ist ein bisschen zu wenig. Oh und nein! Es sind oh mein Gott, warum circa 20.000 und dann Peter richtig. Oh yes! Schätz Gott, Peter. Was hab ich getan? Sehr gut. Vertan. Circa 20.000 Atemzüge. Vielleicht ein paar Nullen zu viel. Ja, 3 Millionen waren ein paar Nullen zu viel. Hä, wieso habe ich denn mal 2400 und nicht einfach mal 24? Wie viel? 20.000? Ja, 20.000 Atemzüge, ja. Schade. Das ist korrekt. Frage 43. Wow. Wie alt war Michael Jackson, als er 2009... 50. Das ist richtig. Holy shit, das hatten wir als Schätzfrage im letzten. Ja, habt ihr euch gut gemerkt auf jeden Fall. War nice. Also, falls ihr es alle hättet sagen können. Nee, glaube ich nicht. 56 oder ich hätte das niemals gewusst. Ja, okay, dann hat JG sich das gut gemerkt. So. Frage 44. Hada. In welchem Jahrhundert lebte der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart? Christian. Im 19. Oh. Nee. Was ist jetzt die Antwort gewesen? Ach so, 17. Jahrhundert. 19 habe ich weggedrückt. Entschuldigung, Sepp, nochmal. 17. Jahrhundert. Nee. Ich habe die 19 bei Chris weggedrückt. Dann wow. Probier es mit dem 18. Jahrhundert. Ja. Nice. Ja, ich habe das genommen, worauf er sich verbessert hat. Fair. Ja, bist ja noch vorne, ist ja noch alles gut. Frage 45. Welchen Winkel hat ein Halbkreis? Jonathan. Das kann nur böse sein, aber ich sag mal 180. Das ist richtig. Okay. Ja, schon Angst, ey. Da krieg ich vielleicht Schiss bei solchen Ja, ohne Antworten. Scheiß. Geometrie böse. Ist ja alles gut gegangen. Alles richtig gemacht. Frage 46. Was entsteht bei der Photosynthese? Jonathan. Jetzt komm doch nicht mit den naturwissenschaftlichen Fragen. CO2 und Energy. Red Bull? Krass. Nein, Gamers Only. Ja, war richtig. Alles gut, war korrekt. Glukose und Sauerstoff. Hätte ich auch genommen. Das ist falsch. Ich hab nochmal gedrückt. Ich hätte ich hatte CO2 und Energie gesagt. Das ist falsch. Und dann hatte ich nochmal gedrückt, weil ich O2 und Energie sagen wollte. Dann hast du trotzdem recht. Ja, aber du musst den anderen Punkt geben. Punkt. Ja. Okay. Fair. Es hätte auch keiner noch dazwischen gebuzzert. Vera, Jonathan. Nehmen wir. War schon kurz davor aufzustehen und zu. Ich wollte gerade kurz sagen, weißt du, so CO2, das holen sich doch die Bäume raus. O2. Dieser CO2-Speicher. Hätte nichts gesagt, hätte ich das nie gemerkt. So viel stell dir mal vor, die würden das produzieren, dann müssten wir die alle fällen. Frage 47. In welchem Jahr wurde die Berliner Mauer erbaut? Christian? 62. Nee. Christian? 63. Nee. Ich tippe auf 61. Fuck you. Alter. Und der Ausgleich! Boah, das kann nicht wahr sein, ey. Ja, komm, Jay gewinnt das. Oh, da ist schon abgeschenkt. Jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen hier. Drei Fragen haben wir noch. Mozart und die Scheißmauer. Komm. Frage 48. Wie lautet das erste Gebot im Alten Testament? Christian.
Du sollst nicht töten. Nee. Dann, Christian. Dann du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das ist richtig. Korrekt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber Götter sind wichtiger als Menschen. Ja, das mit dem du darfst kam später. Das haben wir ja mal aufgedröselt. Ja, das war lustig. Das kommt, du sollst. War eine gute Folge auf jeden Fall. Ja, voll viel gelernt. Das Gefühl schon 10 Jahre her. Ja. Ja. Okay, spannend. Frage 49. Durch welches Tier wird die Krankheit Borreliose... Christian? Zecke. Korrekt. Stark. Oh, shit! Kennt der Christian sich mit aus? War er schneller. Ja, ich hatte schon einen im Oberschenkel, wenn ich sagen kann. Klingt eklig auf jeden Fall. Damit ist das Ding entschieden. Aber wir machen noch Frage 50. Für was steht an der Börse der Bulle? Hä? Hä, der Bulle ist steigende Märkte. Das ist richtig. Okay. Also, ja. Für den Aufwärtstrend an der Börse. Okay, what the fuck? So okay, simpel. Und was der Pleitegeier ist für Down, oder was? Nee. Ja, da steht noch ein Geier daneben. Ich hab keine Ahnung, was daneben steht. Ja, aber vor der Börse, da steht halt so eine ganz große, bekannte Bullenstatue. Ich dachte, so eine ganze Geldkackt. Wofür die ist? Ja, scheinbar für den Aufwärtstrend. Ja. Verrückt. Damit haben wir einen Sieger, Christian. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gefolgt von Jonathan. Dann Peter und Schlusslicht Sepp. Aber auch nur ein Punkt Unterschied. Ich also, sagen, ey, das ist okay. Frech, ey. Ja, für mich habe ich die 5 Punkte bekommen. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Teilnehmen. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Sven. Dankeschön, Sven. Sehr gerne. Ich hoffe, euer Lieblingsmoderator. Ein halbwegs passabler Andi-Ersatz. Ja, und Andi können wir jetzt, also Andi länger hat länger Urlaub ne? Also. Ja, dein Urlaub ist leider gestrichen, Sven. Ich rede jetzt einfach weiter, damit ich mir das nicht anhören muss. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.